so beruhigende Musik. Jo, da geht's jetzt weiter mit Evil Conquest 2 und nach einer doch ziemlich einfachen Welt, wie ich finde. Ich fand die wirklich deutlich einfacher als die Welt davor, deutlich. Jetzt gucken wir mal, was die nächste Welt für uns auf Lage hat. Okay. Wüste. Hm. Und Kontaminierung, wie scheint. Atommüll. Sieht ganz danach aus. Oh, ich gucke mir gerade die Overworld an, sehe ein paar kleinere Cut-Offs. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt an der Palette nicht. Ich glaube, das ist... Wie erkläre ich das? Ich glaube, der Sand, der ist zu hell vielleicht? Ich glaube, wäre da ein bisschen dunkler, dann wäre das angenehmer, sich das zu sehen. Ich glaube, der ist zu hell, das ist zu grell, besser gesagt. Naja. Oh, ansonsten würde ich sagen, Polluted Plains. Spielen wir das doch mal. Gut. Linkart. Kenne ich das Level nicht? Weiß ich irgendwie beim DDP noch? Oder war das ein anderes, das ähnlich aussah? Kommt mir gerade vertraut vor. Ist es mein Konterlevel zum DDW? Also gegen mich zum DDW? Ich weiß es nicht und ich will es nicht ausschließen. Achso, ja, okay. Das ist wahrscheinlich der Felsen. Nehme ich mal an. Ja, aber ich glaube, das ist. Ist das schon so lang? Also ich weiß, Evil Conquest 2 war lange in Entwicklung, aber so lange. Also DDB ist ja ewig her. Da habe ich ja noch Hex gemacht. Also, kein fertig, aber angefangen. Du störst mich gerade. Hä? Okay. Ich überlege gerade, was ist das für ein Ding? Sind das Custom Game? Ich weiß es nicht. Jumps sind dann auch. Das ist gut. Ich weiß nicht warum, aber mein Instinkt hat gerade gesagt, das ist eine Röhre. Sieht sehr schockiert aus, mein Lieber. Ist da drin irgendwas? Überhaupt ein Münzchen. Vielleicht nicht. Nein. Ah! Das war. Wie sagt man? Intensiv. Keine Ahnung. Jo, gehen wir nochmal hier runter. Okay. Da lang will ich nicht, weil da der Poki gerade ist oder was auch immer das sein soll. Einfach ein schockierter Poki, ich weiß es nicht. Gut, ja, es ist ein wirklich schwieriges Level. Ich bin zweimal gestorben, aber naja. Wir sehen davon, da ist ein Pilz. Kein Bock, ewig darauf zu warten. Ich verstehe das Placement nicht so ganz. Finde ich ziemlich nervig, dass da, dass es da gesetzt ist. Da ist nichts? Nee. Okay. Okay. Das war nicht gut gesetzt, muss ich gestehen. Sind die nur einmal oder ist ein Generator? Schon nur einmal zu sagen, okay. Jetzt ist das nicht gut. Okay. Hier irgendwas zufällig? Nee, hätte er sein können. Ach komm. Das war quasi ein Blind Jump. Nee, das Placement fand ich doch ziemlich nervig. Auch ernsthaft. Also, wo ich gerade meinen scheiß Pilz verloren habe. Ah, ja. Nee, ich glaube, ich krieg keinen Pilz mehr. Schade. Ja, ist ja gut. Ganz aufgeregt hier. Ach, kein Ball ab, schade. Aber gut, das war kein schwieriges Level. Ich könnte das jetzt nochmal machen und alle Juwelen sammeln, aber
Das machen wir erstmal noch nicht. Gut, wenn ich das jetzt überall sonst einsammle, dann vielleicht. Radioactive Rift. Und ich frage mich übrigens immer noch, wo der Edelstein in dem einen Level war, wo wir den im letzten Part nicht gefunden haben. Ich weiß es echt nicht. Okay, das sah gefährlich aus, aber ich glaube nicht. Ah, okay. Das verändert die Physik. Okay, man kann da nicht drin springen. Ich dachte, das wäre so, gab's nicht sowas? Ich hatte eine... Keine Ahnung, irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte daran springen können, aber... Nee. Was ist ohne den... Switch Palace? Wahrscheinlich, aber... Muss sehr eng sein und ich will da lang... Okay, wenn man... Okay. Arschloch. Warte mal. Okay. Gut. Ja, okay. Einfach nur runter. Wenn man da drin springen könnte, dann wäre da, glaube ich, noch ein bisschen mehr Strategie drin, als einfach nur, ja, halt den Knopf gedrückt. Im Moment sehe ich da noch keinen großen Nährwert. Nährwert, genau. Ja, ein Nährwert. Mit N. Fuck, okay, ja. Gute Nacht. Okay. Das war schon mal nichts. Und nochmal von neu. Gib mir den Blitz. Schön. Gut. Übrigens, fürs Protokoll ist es gerade so 10 vor 11 abends. Keine Ahnung, ob ich das Video heute noch hochlade, wahrscheinlich nicht. Weil, naja, dann muss ich das mal fertig aufnehmen, dann muss ich das noch rendern und dann muss ich es hochladen. Und die Videodateien sind sehr groß, weil ich bin zu blöd, ein gescheites Video zum Format, einen gescheiten Codec auszuwählen. Und nehme dann einen, der hier 10 GB große Dateien gefüllt gibt. Nicht ganz, aber ich weiß nicht, wie groß sind die? 3, 4 GB? Bestimmt. Das lohnt sich nicht für die Münzen. Bock so. Genau. Der Boden ist echt nervig. Okay, ich hab einen Pilz wieder. Das ist gut. Allgemein ist es ein bisschen nervig, wenn sich die Sprungphysik hier ändert. So, jetzt kein großer Tabubruch, keine Ahnung. Okay. Scheiße! Kein Ausweg. Und nochmal alles. Super. Da kam von überall was angeflogen. Okay. Ich find's nervig, so schon ein bisschen. Erinnert mich ein bisschen an Donkey Kong Country 2. Den Honig-Level da. Das erinnert mich doch daran aus einem Grund. Ich weiß genau aus was von einem Grund. Oh. Okay, jetzt kriege ich nicht mehr so viele Münzen. Ich dachte, das wäre der Block da rechts. Ich weiß. Richtig gut evaluiert, muss man schon sagen. Ach, das ist bestimmt der Block rechts. Oh, ich sprich noch mal. Ja, ich sprich mal. Genau, wusste ich doch, dass es noch geht. Ja, es ist erstaunlich, wie viel ich über SMB verlernt habe, weil ich einfach so wenig mit SMB zu tun hatte. Ich versuche im Moment meinen Hack nochmal, den ich mal irgendwie angefangen hatte, keine Ahnung, wieder aufzunehmen. Das heißt, eine neue Basis-ROM, also alles in eine neue ROM zu verschieben. Wird ziemlich viel Arbeit, zwar viel Custom Music drin und viel. Oh, prima gesprungen. Viele Custom Sprites auch. Es war sogar ein bisschen Custom Musik drin, die ich selbst geportet habe. Du Arschloch. die war nicht gut. Würde ich jetzt nicht behaupten, aber. Es wäre trotzdem cool, wenn ich das vielleicht nochmal versuchen könnte, zu überarbeiten, zu verbessern. Weil ich glaube,
für einen meiner ersten Ports war das gar nicht mal so schlecht, was ich damals gemacht habe. Ich glaube, normalerweise ist es schon deutlich schlechter bei anderen Leuten. Da muss ich mich doch mal selbst loben. Wie gesagt, das war nicht gut. Ich glaube, für eines meiner ersten war das schon ganz gut. Ich glaube, ich habe schon mal einen Versuch gemacht, was zu porten. Das habe ich so gar nicht hinbekommen. Das ist sowas von furchtbar. Ja, also wer weiß, vielleicht in 10 Jahren wird er mit Hack fertig. Ich weiß noch, als ich so ironisch gemeint habe, als ich meinen ersten richtigen Hack angefangen habe, der ziemlich scheiße war, habe ich so gesagt, ja, mein Hack wird vielleicht so, keine Ahnung, so 2015, 16 fertig. Das war, als ich noch ziemlich aktiv gehackt habe. Und das war 2012, 13 oder so, als ich das so dachte. Das war dann doch ein sehr naives Ziel. Und das war kein Blind Jump, aber das war doch herrlich. Hab ich schon wieder ein Juwel? Mal sehen. Scheint so. Naja. Also mal gucken. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal wirklich ein richtiges Level gemacht habe. Level Design, irgendwas. Acid Ocean Zone. Ja, ich habe 4 verlernt dazwischen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Was ich mich hier immer frage... Nee, es gibt keine Physik mehr, wenn ich nach links gedrückt. Okay. Ich nehme mal an, das Wasser ist... Oh, okay. Ich dachte, das wären einfach die normalen Delfine. Gut zu wissen. Ich war mir doch sehr sicher, dass das einfach die ganz normalen Delfine sind. Darauf war ich nicht vorbereitet. So, da könnte man eigentlich beim ersten Mal zeigen, ja, das sind nicht die Delfine, wie man das vielleicht erwarten würde. Und über eine Brücke platzieren oder so. Ich hätte das gemacht, so. Sehr viele Super Mario Land Gegner. Ich habe keine Ahnung, ob die Kakteen einen verletzen. Ich will es nicht riskieren. Ich glaube, die sind nur Teil des Deko. Aber ich weiß das. Und das ist ein Level von mir, weil da ist wieder sowas. Das ist so eine typische Stelle von mir. Okay, ich habe mir überlegt, soll ich runterspringen oder soll ich stehen bleiben? Oh, okay, das ist ein Game Over, das nehme ich in Kauf. Also ich habe sowieso keine Wahl mehr. Naja, dann nochmal. Den Point habe ich noch nicht erreicht, oder? Nö, ich glaube nicht. So. Jo. Ups. Okay. Ganz vergessen. Super. Okay, die Kakteen verletzen er nicht. Gut. Das Ding kommt schnell. Ich mag das nicht. Naja, ja, so. Muss ich mir auch erzählen. Wie war mein Tag so? Wie war mein Tag so? Sehr langweilig. Ich habe eigentlich nichts gemacht, außer YouTube-Videos geschaut, um ehrlich zu sein. Und das Ding ist keine Deko. Das Ding ist solid. Super. Nee, ich dachte, diese kleine neue Statue da wäre einfach nur Deko. Es sieht nach Hintergrund aus irgendwie. Ich weiß, sie haben die gleiche Farbe wie die Dinger. Finde ich einfach nur eine kleine Version von den großen. Ich finde es auch immer noch komisch, dass er das Ding hier draufspringen kann, weil... Naja, ich weiß, du bist da. Dankeschön. Ja, die Dinger. Ich dachte, die wären alles hinter uns. Die Dinger sind schnell. So, hier... Also, ich wäre fast wieder genau gleich gestorben wie eben. Als ob. Ach, mein Gott. Als ob. Naja, wie war euer Tag so? Erzählt mal. So, wie seid ihr aufgestanden? Habt ihr gut geschlafen? So, was habt ihr gegessen? Okay. Okay. Ja. Ach, klingt cool. Okay, macht ihr das öfter?
Ah, okay, ich verstehe, ja. Okay, das ist, glaube ich, ein guter Tipp für alle, die Let's Plays machen. Wenn ihr keine Ahnung habt, über was für einen Scheiß ihr labern wollt, tut so, als würde jemand anders labern. Ich merke schon. Ich hasse dich. Du. Okay, ich habe mir gerade ein anderes Problem geschaffen. Fuck! Ach, Scheiße. Wir schaffen das. Gehen jetzt hin. Ich will meinen Pilz haben. Gut. Die Minze. Schön. Ja. Vor allem die Fische da. Die wurden, glaube ich, nie in einem Level hier sonst irgendwie groß genutzt, oder? Ich will einen komplexen Sprung oder so. Ich glaube, einmal wurden die noch genutzt bisher, soweit ich gekommen bin. Also warum packt man am Anfang... Ja, hier. Ich meine, keine Sau würde da freiwillig auf das Ding springen. Warum? Warum packt man das Ding ganz am Anfang? Ich verstehe das nicht wirklich. Das erscheint mir eine seltsame Wahl. Eine seltsame Entscheidung. Und ja, das war perfektes Timing. Arsch. Ja gut. Das kam aus dem Nichts. Wortwörtlich. Jetzt ist die Frage, ist das der normale Weg, wenn ich hier runtergehe? Oder ist das ein Secret? Das sieht mir doch sehr nach Secret aus jetzt gerade. Deswegen würde ich ja... Okay. Wie, ich dachte, das sind Münzen. Och, ich dachte, man könnte rein. Okay, wie nehme ich am besten Anlauf? Okay, es geht. Ich war mir so sicher, weil das Münzen markiert war, dass da irgendwas ist. Ich war mir sogar so sicher, dass ich dachte, es wäre das Secret, da nicht reinzugehen. Ah, scheiße. Ich sag scheiße, obwohl da nichts ist. Das scheint ein fieser Spur zu sein. Oh, scheiße, nein! Oh, ich glaube, den kann ich nicht mehr kriegen. Dann ist das so. Ich hatte das Ding im Prinzip schon. Okay, jetzt können wir hier rein. Hier ist jetzt ein Spiny, das war hier vorher nicht. Ja, ein paar Dinge haben sich geändert. Ich kann gerade nicht so viel reden. Aber die Dinger sind halt besonders nervig, finde ich. Okay, scheinbar ist es der normale Weg links. Ich dachte, hier kommt irgendwann ein Secret, aber es sieht gerade nicht so aus. Ich dachte, das wäre einfach nur die, um die 32-Screen-Begrenzung aufzuheben, aber nein, scheinbar. Vielleicht war es das Secret, nach rechts zu gehen. Weiß. Yay! Level geschafft. Ich glaube nicht, dass das ein Secret Exit hatte. Nee. Gut. Maniac Mansion. Okay. Oh Gott, Autoscroll. Nein, machst du nicht. Und die Dinger. Okay. Was? Okay. Dann schaffen wir locker. So viel dazu. Okay, nicht so tragisch. Wir haben ja sowieso noch nichts erreicht. Gut. Dann bin ich mal gespannt, wo man hier ein Secret Exit verstecken soll. Das ist immer so eine Geschichte, wenn, Autoscroll-Leveln. Das war knapp. Okay. Also, das Ding ist ziemlich einfach zu kriegen. Wo
Deswegen mag ich Autoscroll-Level manchmal nicht, weil man zu wenig Zeit hat zu reagieren. Ja, man könnte in der Mitte bleiben. Aber ich bin neugierig, ich muss es wirklich schnell sehen. Ah! Was? Da habe ich die Sau rausgelassen. Aber so richtig. Ja, prima. Ach komm, wir schaffen das. Das Level würde ich jetzt gerne noch machen. So, ich weiß noch nicht, ob ich danach aufhöre. Vielleicht. Ja, genau, wenn ich einen kürzeren Part mache, dann braucht es wahrscheinlich nicht so lange zu rennen. Und zu lange. Eigentlich voll die gute Idee ist. Voll die Vorteile. Ah. Aber auch die Welt wieder, so. Ja, es gibt ein paar Kleinigkeiten. Erscheint mir bei weitem nicht so schwierig wie die zweite Welt. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber. Ja, es wird schwieriger. Aber im Moment finde ich noch nichts komplett scheiße. Wie in der zweiten Welt. Also die zweite Welt ging gar nicht. Nicht die meisten Level. Ich glaube, das waren nur zwei oder drei Level, die mich angeguckt haben. Also ich weiß, das Geisterschloss, das finde ich furchtbar. Der Zug auch. Ich kann mich aber nicht mal an jedes Level erinnern. Ich glaube, das war schon Game Over. Scheinbar nicht. Komm, wir kriegen es hin. Wir schaffen das noch. Ich kann vielleicht mal so ein bisschen über die Grafik reden, die sind nett. Ich sehe jetzt nichts, was ich irgendwie schlecht finden würde oder so. Alles das stimme ich. Wir müssen da platziert sein. Das ist ein Detail, aber hey. Auch bedenken, ne? Das war doch ziemlich knapp. Dreh ist komplett am Rad. Ja, bitte. Ist hier oben irgendwas? Hätte sein können. Okay, das Ding. Okay, ich dachte, das Ding geht nicht ganz so weit noch. Ja, woher soll ich das denn jetzt wissen? Was für ein Mehrwert hat das Ding überhaupt da? Warum ist das da? Erstens konnte man das vorher sehen. Ich versuche gleich drauf zu achten. Ob da irgendwelche Bläschen waren oder so, die das. Das ist das deutsche Wort dafür. Indicated haben. Das ist das deutsche. Ich weiß es gerade echt nicht. Keine Ahnung. Alles, was es gebracht hat, ist. Okay. Wenn du nicht schnell genug da lang gehst. Gut. Wenn du nicht schnell genug durch diese Röhren da gehst, dann hast du verkackt. Automatisch. Und es ist etwas, das kann ich beim ersten Mal noch nicht erahnen. Ich versuche ja zu sehen, ob man da irgendwie sehen kann, wenn man darauf achtet. Nein, ist nichts. Das ist wirklich einfach nur Trial and Error. Du kommst da an und ohne es zu wissen, musst du schnell sein. Keine Vorwarnung, irgendetwas. Das ist scheiße. Nee, ich sehe auch keinen Grund, warum das Ding da ist. Ich sollte da vielleicht einen Spinjump machen, weil die Projektile sind ja Spinjump-bar. Umdrehungssprunghaft. Keine Ahnung. So. Das ist das ganze Level nur mit Spinjumps. Ich sag's euch. Kein Problem, ihr. Guck mal. Das wird mir noch so verhängnis gleich. Alles gut. Eben war ich zu schnell und das wurde mir zum Verhängnis. Dann war ich zu langsam und es wurde mir zum Verhängnis. Oh, ein kleines Spinjumps. Ich weiß. Aber es ist noch gut gegangen. So.
Warum? Das war eine Zerreißprobe. Ich hätte sogar eher gedacht, dass unten irgendein Secret wäre. Okay. Achso, wahrscheinlich waren da unten Schlüsseln an der Fragezeichenblöcke. Okay. Das Level ist sehr nervenauftreibend. Falls ihr das ja super noch nicht mitbekommen habt. Das will ich mal anmerken. Es ist noch okay. Warte mal. Hä? Ich dachte, da wäre Midway Point. War da nicht Midway Point? Was? Wo der Pilz war. Wo wir den Pilz bekommen haben. War kein Midway Point? Wäre aber angemessen. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier in dem Hack werden die Länge von Autos pro Leveln unterschätzt die ganze Zeit. Das Gefühl habe ich gerade, weil das war beim Zug genau das gleiche. Das Level war sehr lang und es hätte eigentlich 3 Midway Points gebraucht oder so. Es hat lange gedauert, weil man wahrscheinlich nicht so schnell lang das Level traversieren konnte. Keine Ahnung. Ich glaube halt einfach, in der gleichen Anzahl von Screens hält man sich länger auf und deswegen sind die Autoscroll-Level effektiv länger. Von der Spielzeit her. Vielleicht da mal drauf achten. Ich finde das nicht so cool, dass die Autoscroll-Level doch so lang sind und keinen Midway Point haben wie in dem Beispiel jetzt. Das ist auch nicht cool. Ah, nein, Problemchen. Okay, jetzt gehen wir unten lang, weil ich mal gucken möchte. Jawöll. Ich hätte jetzt nochmal Jawöllchen gesagt, aber. Das haben wir ja schon. Gut. Den Secret Exit haben wir schon mal. Und noch eine Star Road. Ah, wir gucken schon mal, was ist das für ein Level? Ich gehe noch nicht rein, aber. Boah, krass Overworld. The Devil's Ball. Super Special World. Ist alles hier Super Special World? Ich weiß es nicht. Aber gut, um den Secret Exit müssen wir uns nicht mehr kümmern. Okay, dann machen wir das normale Level nochmal. Also bisher das Level ist schwierig, aber meistens ist es auch angenehm zu spielen. Abgesehen sehen halt von dem, was ich schon kritisiert habe. Ich weiß nicht wirklich, was ich vor der Musik halten soll, ob das wirklich passt. Ich glaube, so stelle ich sie gar nicht. Ich glaube, die passt doch eigentlich ganz gut. Ich nehme mich so ein bisschen an WarioWare irgendwie. Ich weiß nicht, wo die her ist. Naja. Hier möglichst schnell durch. Da schenken wir keine Beachtung. Bis da, ich weiß. Hier hoch, weil ich dann doch das Edelstein gerne hätte. Ah, das Ding kann sich drehen. Die davor konnten das aber nicht, oder? Oder bringe ich gerade was durcheinander? Also Spin-Jumps sind hier echt von großer Bedeutung, ich merke schon. Man kann auch so ziemlich alles Spin-Jumpen. Ach mein Gott! Jetzt waren die Förderbänder mir im Weg. Kein Problem, wir haben noch. Oh, wir haben jetzt eine halbe Stunde. Ich glaube, oh, 2, 3 Versuche, dann schaffe ich das Level. Ach, was sage ich? Wir schaffen das in dem Versuch! Natürlich! Okay, ich glaube, peinlicher geht's nicht. Dazu. Aber wenn die 2 bis 3 Versuche wirklich stimmen,
dann heißt das, dass wir schneller das schaffen, weil ich eben gestorben bin. Nicht wahr? Okay. Überrascht mich immer wieder ein bisschen. Man weiß bei dem Level halt nicht so wirklich, okay, soll ich jetzt möglichst schnell oder möglichst langsam sein, möglichst weit vorne, möglichst weit hinten. Das kann man schwer abschätzen. Also ich habe gemerkt, am Anfang soll man doch ein bisschen weiter hinten sein. Hier in dem Fall soll man möglichst schnell sein. So, die Dinger sollte man immer kaputt machen, weil die können sich offensichtlich drehen, obwohl das eben einmal nicht passiert ist, aus so einem Grund. Okay, ich habe 5100 Münzen und jetzt habe ich das Ding doch nicht kaputt gemacht. Okay, ist gut gegangen. Okay. Das hat nicht so funktioniert. Uff, okay, das war... Heilige Scheiße, war das... Also, Spin-Jumps. Bist du umkippst? Oh, scheiße. Krieg ich. Voll. Ein Leben mehr. Oh, okay. Das Ding ist nicht so schnell. Okay. Gut. Aber das Level ist sonst eigentlich ganz okay. Urs Klee. Wer kennt's nicht? Urs Klee. Gut, dann würde ich sagen, wir... nennen das einen Tag. Steht hier? dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal. Dann machen wir Shot Key Number 2. Oder Scott. Keine Ahnung. Ist das ein richtiges Wort? Ich weiß es nicht. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.